Berlin-Mitte, rund um den Hackeschen Markt, pulsiert das Leben der Metropole am lautesten. Hier sind neueste Trends in allen Bereichen als erstes zu erleben. Um die Ecke in einer alten Fabriketage ist das Büro des VJ-Kollektivs Visomat Inc. Visomat sind Avantgardisten und eine Legende in der Berliner Tanzclub-Szene. Seit 1997 kreieren sie für angesagte Clubs bewegte Bilder, die die Besucher auf ganz eigene Art stimulieren. Was genau ist denn eigentlich ein VJ? Ein VJ ist so zu verstehen wie ein DJ auch. Er mixt aber keine Musik, sondern Bilder. Also als Zuspieler gibt es meistens Powerbooks mit Quicktimes und es werden verschiedene Videos gemixt, passend zur Musik. Thorsten Oetken, einer der vier Visomat-Mitglieder, ist von Anfang an dabei. Visomat wollen kein Kino aus dem Club machen. Es geht ums Tanzen, nicht um Autorenfilme. Sie spiegeln die Musikwelt in einer dazu erfundenen Bilderwelt. Wie entstehen nun aber diese Clips? Ich sitze hier gerade am Final Cut Pro, ein Videoschnittsystem. Habe Aufnahmen von einem Hochhaus, die ich gerade versuche, zu Loops zu verarbeiten. Ich habe die Farben verändert und das Material halt ein bisschen verfremdet und ich kenne die Musik, die dazu laufen wird im Club und denke mal, es wird ganz gut funktionieren. Stunde der Wahrheit, die Nacht im Club. Heute im WMF mit von der Partie VJ Eno aus Frankfurt. Ein VJ dreht oder findet bewegte Bilder, verfremdet sie im Rechner, mixt sie live im Bildmischer und projiziert sie dann auf riesige Monitorwände. Ganz wichtig, das Zusammenspiel zwischen DJ und VJ, wobei beide miteinander improvisieren, um für die tanzsüchtige Klientel die richtige Dancefloor-Atmosphäre zu schaffen. Sicher wird man mit so einem hippen Job eine Menge Geld verdienen, oder? Um VJ-Dasein zu leben, ist relativ schwierig. Die Clubs haben auch nicht so viel Geld. Die Arbeit ist okay bezahlt, aber wir machen es auch nicht so oft, weil man sich auch sehr verausgabt dabei. Na, egal. Auf jeden Fall ist man als VJ am Puls der Zeit. Mitten im neuen Berlin.